Herr Holzer, 3:1 ist es ausgegangen. Hätte in die eine oder andere Richtung mehr Tore sein können? Ja, sicherlich, wenn man die Chancen von uns sieht, die wir insbesondere in der zweiten Halbzeit hatten, sag ich mal, nachdem Nöttingen, ja, wie gesagt, ein bisschen unerwartet schwächer geworden ist, hätten wir sicherlich noch die eine oder andere Chance gehabt. Am Ende nochmal 2 Lattentreffer für uns. Ich denke, da war sicherlich noch das eine oder andere drin. Und mit dem Punkt wären wir hier auch sicherlich zufrieden gewesen heute. In der Tabelle stehen Sie ja weitaus höher als Nöttingen. Trotzdem sah es heute so aus, als ob Sie heute die unterlegenere Mannschaft waren insgesamt. Ja, wenn man den Spielverlauf sieht, insbesondere in der ersten Halbzeit, muss man ganz klar sagen, dass Nöttingen mehr vom Spiel hatte. Wir aber ganz klar in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft waren, gerade hinten raus mit den klaren Chancen auch, sag ich mal. Sicherlich auch zum Unentschieden, was gereicht hätte. Aber wenn man Nöttingen mal heute anschaut, mit welcher Mannschaft sie aufgelaufen sind, dann glaube ich, dass man einen oder anderen Namen findet, den man sonst in der Regionalliga-Mannschaft findet. Von daher glaube ich, war es ein respektables Ergebnis, eine respektable Leistung, die wir heute gezeigt haben. Und wie gesagt, mit ein bisschen Glück, wie gesagt, holen wir hier einen Punkt. Auf Platz 6 standen Sie vor dem Spieltag. Was ist für Sie noch zu holen in dieser Saison? Ja, unser ganz klares Ziel ist, sag ich mal, Platz 5. Die ersten 4 Plätze sind für uns unerreichbar. Auch schon seit der Winterpause eigentlich gewesen, sag ich mal. Unser Ziel war ja in der Winterpause, uns mit einem neuen System ein bisschen auszurichten, die Spieler, wie gesagt, da auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Das ist uns sehr, sehr gut gelungen mit dem neuen Trainerteam. Und ja, Platz 5 ist unser ganz klares Ziel. Und dann haben wir noch fest vor Augen. Ihr nächster Gegner ist der FSV Buckenberg. Das wird ein Heimspiel. Was wird das für ein Spiel? Ja, der FSV Buckenberg hat die letzten Spiele ja sehr, sehr gut gespielt, viele Punkte geholt. Mal schauen, was sie morgen in Mutschelbach treiben werden. Wir sind gewarnt vor der Mannschaft, die der Stunde aktuell ist. Aber wir wollen ganz klar daheim spielen, oder wir werden daheim spielen. Wir wollen gewinnen, wir wollen die 3 Punkte holen. Herr Holzer, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön.